hat halt, wie gesagt, schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, Kate Bishop. Ein bisschen in Richtung. Ja. Genauso so ein bisschen wie Spider-Man, als er noch in diesem Iron Boy-Ding war. So. Wie stellst du dir das vor und wie ist dein Feedback zu allem? Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Es ist das zweite Video in diesem Jahr und es folgen noch viele, viele weitere dieses Jahr. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst sein. Das ist der Marco übrigens. Corona, ich weiß. Das ist übrigens der Max. Und das ist der Marco. Das machen wir jetzt eine ganze Stunde. Heute kommen wir zu dem ganz großen Hawkeye-Talk. Wir haben ja jetzt immer, wenn eine Serie ausgelaufen ist, von Marvel ausdrücklich darüber geredet. Und das mit euch zusammen. Und deswegen wollen wir jetzt heute mal über Hawkeye reden. Es folgen auch noch 3 weitere Nerd-Talks über No Way Home. Dann noch über die nächste, also die Zukunft von Spider-Man und über die Zukunft von einem anderen Charakter. Dazu dann aber mehr. Heute reden wir über Hawkeye. Und ja, 6 Folgen hatte das Ganze. Wir haben uns alles angeschaut. Und fangen wir erstmal mit der allerersten Folge an und den Anfang. Also es sind ja 2 Folgen, wurden veröffentlicht. Wo die Geschichte so ein bisschen ins Rollen kam mit Kate Bishop. Wie fandest du die erste Folge so? Was? Was Neues. Achso. Wie fandest du die erste oder die ersten beiden Folgen so? Und vor allem. Nee, lassen wir das erstmal so. Achso, okay. Ich wollte noch eine andere. Und vor allem. Also, wie ich die ersten 2 Folgen fand. Was Neues? Achso. Du hast keinen Plan mehr, um was es da ging, oder? Doch, ich weiß es noch ungefähr. Also, Spider-Man ist reingekommen. Schiff. Spider-Man. Nee, und zwar, wir haben ja erstmal am Anfang gesehen, quasi wer Kate Bishop ist und wie die so lebt. Kate Bishop. Wir haben ja erstmal gesehen, so dass sie eine Challenge gehabt hat, sage ich jetzt mal, so mit ihren Freundinnen, als sie doch diesen Pfeil in diese Glocke bei der Kirche doch abgeschossen hat. Und dann ist es komplett eingestürzt. So komplett einfach. Da hat man eigentlich schon gesehen, wie krass eigentlich Kate Bishop so mit dem Pfeil umgehen kann. So krass, dass sie sogar das ganze Ding einstürzen lässt. Man hat halt schon in den ersten paar Sekunden gesehen, okay, sie kann Pfeil und Bogen schießen, aber ist halt noch unerfahren. Und sie hat dieses Heldendasein auch noch nicht. Genau, sie hat so dieses Heldendasein nicht drauf. Und wir haben ja davor nochmal gesehen, bevor das passiert ist, auch, was eigentlich 2012 bei New York quasi passiert ist, in New York damals. Beziehungsweise, wir wissen ja, was passiert ist. Ja, aber von der Sicht von Kate Bishop halt, was da genau passiert ist, wie sie es gesehen hat. Und tatsächlich war, das Lustige, es war ja genau dieselbe Szene von Hawkeye wie in Marvel's Avengers, nur aus einer anderen Sicht halt quasi. Da hat sie sich quasi das erste Mal so, nicht verliebt, aber da hat sie so erstmal so gesehen, boah krass, das ist mein Idol, so will ich auch werden und so. Und hat halt ja dann angefangen, wo wir dann ihr Zimmer und so gesehen haben, dass sie ja voll krass geworden ist mit das voll, raus. Ja, das übelste Unwetter. Und da haben wir halt zuerst gesehen, wie krass sie eigentlich so dafür gearbeitet hat, dass sie auch so wird wie er. Also sie ist richtig vernarrt, so zu sein wie er. Und man hat halt, wie gesagt, schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, Kate Bishop will sein wie Hawkeye. Hawkeye ist Idol. Sie möchte auf jeden Fall genauso sein wie er und will erstmal aber das alles lernen, ist noch etwas unerfahren. Und das hat uns so die ersten 2 Folgen so ein bisschen mehr beigebracht, bis dann zu dem Zeitpunkt, wo halt uns eben mit dieser Verkaufsaktion von dem Anzug von Ronan, und da kam ja erstmal dann alles ins Rollen. Vor allem das mit dem, als Hawkeye sich ja dann ein bisschen so eingemischt hat und genau. Ach ja, wir hätten ja davor noch Spoiler sagen können, ne? Ja, vergessen. Ja. Weil wir reden jetzt viel über Hawkeye und erzählen ja wirklich alles so. Wenn die Serie noch nicht angeschaut haben, dann ist es folgen Spoiler. Gut, dass wir das jetzt schon sagen. Ja, ansonsten machen wir es ja immer am Ende des Videos. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, ich fand persönlich die ersten beiden Folgen, also du hast halt noch nicht so viel gesehen, aber weswegen sich Hawkeye oder Clint Barton eben einmischt, ist eben wieder seine Vergangenheit. Das Ronin-Dasein, das haben wir auch so ein bisschen gehofft, dass das nochmal angeschnitten wird. Weil das so an sich eigentlich ein sau interessanter Charakter ist, den er da verkörpert. Und den sieht man halt oder hat man im MCU halt wirklich fast gar nicht gesehen. Nur in Endgame wurde es mal angeschnitten, wurde es halt mal gezeigt. Ansonsten
nicht wirklich. Und das ist schön, dass man da so ein bisschen das vertieft, ein bisschen mehr drauf eingeht, was da jetzt eigentlich nochmal genau passiert ist. Genau. Und dann kam tatsächlich ein Charakter, da würde ich gerne jetzt dann mit dir drüber reden, ist eine, die eine eigene Serie bekommt tatsächlich, und das ist Echo. Die wird auf jeden Fall eine eigene Serie bekommen, war jetzt auch die erste Antagonistin zumindest in der Serie. Und da ist dann natürlich die Frage an dich, wie fandest du so die Performance und die Darstellung von Echo und was sagt dir das so für ihre eigene Serie? Ich muss sagen, ich kenne ja die Comic-Variante nicht von Echo. Also ich habe die echt noch nie gesehen. Es kann auch sein, dass ich sie kenne und ich jetzt aber einfach nur mich nie darüber informiert habe. Aber so der Eindruck an sich ist eigentlich ganz cool, dass halt wirklich mal so ein, es ist halt eigentlich sehr widersprüchlich, ne? So die, also so von den Fähigkeiten her und von der Person her, sie ist halt taubstumm, aber hat was mit Schallwellen zu tun. So ist, hat nur ein Bein. Also ist schon eine krasse Sache so. Finde ich auch gut, dass mal auch Menschen mit Einschränkungen halt sowas bekommen können, so Fähigkeiten und so, und dass sie auch mal so in Szene gesetzt werden. Und ist halt wieder so Thema Gleichberechtigung auch mal wieder was richtig Gutes. Und was ich auch krass finde, ist halt, dass sie eigentlich für ihr Alter, damals, wo sie noch ein kleiner Junge war, dass sie eigentlich schon relativ schnell verstehen konnte, so was die Personen sagen, also von den Lippen lesen quasi. Und dass man merkt ja, dass sie eigentlich begabt ist. Aber ich finde, in der Serie hat sie jetzt nicht so krass den Hype bekommen, den sie eigentlich vielleicht, also sie ist noch so underrated, finde ich. Also sie hätte auf jeden Fall mehr wahrscheinlich drauf, aber das wird dann wahrscheinlich dann eher in die eigene Serie gezeigt und gesetzt. Und ich denke mal, das sollte jetzt einfach nur nochmal den Charakter einfach so zeigen, wie sie bis in ihre Vergangenheit jetzt schon, so wie sie ihren Vater verloren hat und so. Aber ich glaube, in der eigentlichen Serie von ihr erfährt man dann wirklich komplett von ihr die Vergangenheit, was sie jetzt macht etc. pp. Und was sie eigentlich drauf hat. Aber ich bin mal gespannt, also für mich ist es noch so ein underrated Charakter, ist halt einfach nur jetzt, fühlt sich an wie diese, ja, keine Ahnung, wie nennt man den, von Flash, ach. Reverse? Nee, den Vibe, quasi wo am Anfang, wo man, Ramon halt, weißt du? Also, ja, wo man am Anfang, wo man einfach so gedacht hat, so, ja, das ist halt einfach so ein Nebencharakter, der einfach hilft, der Typ im Computer, und dann wurde er immer, ja, und dann wurde er immer krasser und krasser, so. Denke ich, dass sie das jetzt wird. Sie wird halt einfach so ein Nebencharakter erstmal und dann wird sie immer krasser und krasser, so je nachdem halt. Aber nur, dass sie halt nochmal eine eigene Serie bekommt. Ich bin auch mal gespannt, mit wem sie alles zu tun hat, ob sie jetzt auch vielleicht irgendwas mit den Young Avengers macht oder so oder ein Teil von den Young Avengers wird oder sonst was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bin mal gespannt. Ich muss auch noch dazu sagen, dass Echo, ich habe mich da auch noch nicht so wirklich mit der beschäftigt, deswegen fand ich es auch ein bisschen komisch, dass die auch direkt eine Serie von ihr angekündigt haben, obwohl sie nicht mal in Szene gesetzt wurde und man sie so noch nicht im MCU zumindest kannte. Das war schon ein bisschen überraschend, dass sie dann direkt auch eine Serie. Aber das scheint ja wirklich dann, also schien ja wirklich Marvel bzw. Disney sehr überzeugt von diesem Charakter zu sein, dass sie wirklich gleich direkt sagen, ey, die hat uns jetzt so überzeugt mit ihrer Rolle, dass wir da direkt eine Serie draus machen wollen. Allerdings ist da fast noch gar nichts drüber bekannt. Und dementsprechend wird die wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht kommen. Wahrscheinlich erst 2023. Ganz kurz, mir fällt was ein. Ich muss aber sagen, Captain America. Nee, die Agent Carter wurde ja auch nicht krass in Szene gesetzt. Sie war ja auch nur im Film so dabei als Nebencharakter und hat dann eine eigene Serie bekommen. Ja, aber ich glaube, das kam ja später. Meinst du? Ich glaube. Aber sie hat eine Serie bekommen. Vielleicht wisst ihr es besser. Ja, aber die Serie war auch nicht gut. Schade eigentlich. Und dann ist was passiert, womit wir zwar auf der einen Seite hätte rechnen müssen, aber gar nicht so richtig mit gerechnet haben, weil wir es so ein bisschen vergessen haben. Und zwar ein Auftritt von einer bestimmten Person, da wollen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Und das ist die Schwester von Natascha Romanoff, die dann aufgetaucht ist und auch noch mitgemischt hat. Also eine Black Widow haben wir bekommen. Das wurde ja auch angeteasert in Black Widow. Was ist? Nichts, alles gut. Black Cock, dein schwarzer Hahn. Nein, Schwarz, ja, alles gut. Ich schneide es fein rein. Junge.
Ich kann doch nicht alles rauskatten. Ich vergesse das wieder. Und dann lade ich das so hoch und alles her. Schreibst du übrigens auch Bilder rein und so? Das will ich jetzt wieder. Ja. Das habe ich ja ein paar Mal schon gemacht und mal wieder. Ja, und da ist natürlich die Frage, was halten wir von der Performance von ihr? Wie hat sie dir in der Serie gefallen? Weil das wurde ja auch in der End-Credit-Szene angeteasert von Black. Krass. Nee, also wirklich, es ist halt wirklich nur das eine Wort. Es ist halt echt ein krasser Charakter. Ich feiere die. Ich feiere die Schwester von Natascha Romanoff. Und ich glaube, die wird sowas wie die White Widow. Also ich bin die. Ich finde die übrigens auch sehr attraktiv. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also im Englischen hat die, ich finde es so scheiße, dass sie im Englischen so diesen typischen russischen Akzent hat. Ich verstehe nicht, warum. So dieses klassische Filmakzent in Russland. So. Vor allen Dingen, weil das hat ja Natascha nicht. Eben. Warum sie? So. Eine Black Widow, die muss doch auch die Sprachen so gut beherrschen, die müssen ja mehrere Sprachen beherrschen, weil die ja Agenten sind, dass die ohne Dialekt sprechen, sodass dass sie nicht auffallen in der Ding und dann. Also im Englisch, ich weiß nicht, ob ich irgendwie überhört habe, aber ich höre immer so ein bisschen was, ich höre was Russisches. So, dieses Filmklassisch-Russische, ne? Naja. Auf jeden Fall, ich fand die übel krass. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine würdige Black Widow. So von Natascha Romanoff quasi, also die Nachfolgerin. Aber ich muss sagen, sie ist auf jeden Fall nochmal kaltblütiger als Natascha. Natascha hat wenigstens noch ein bisschen mehr Gefühle. Und sie ist so. Außer bei Kate. Bei Kate war sie so zurückhaltend. So muss man sagen. Das hat aber auch einen Grund, weil Kate tatsächlich ja auch nicht ihr Ziel war. Ja. Sondern es war ja lediglich nur Clint Barton. Und sie war halt auch komplett von Rache getrieben. Und das hat ihr so ein bisschen das Hirn vernebelt. Hirn. Und dann kam auch noch eine sehr lustige Gruppe, die so in den Comics auch aufgetaucht sind. Das ist die Bro-Gang, die immer Bro sagen. Die hießen, glaube ich, jetzt hier in der Serie anders, ne? Nee, die hießen, ich glaube, die Pyjama. Irgendwie so, ja, aber prinzipiell, auch das Bro haben die nicht so oft gesagt. Aber das ist eigentlich ganz lustig, dass die mit eingebaut haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum nicht? wenn wir jetzt mal kurz zum Ende schallern, so wir reden dann auch nochmal über den Handlungsstrang und prinzipiell über die Performance, so. Aber es ist ein Charakter aufgetaucht, den wir übel feiern. Das vor allen Dingen jetzt auch im MCU ist und meiner Meinung nach unendlich gut dargestellt worden ist, also richtig comicgetreu, ist natürlich der Kingpin, alias Wilson Fisk. Und das ist derjenige, der den auch in der Daredevil-Serie gespielt hat. Und da ist ja natürlich jetzt Frage, wie. Die Frage. Das ist natürlich die Frage, wie hat der jetzt Kingpin gefallen, so in der Serie, und hättest du dir da mehr oder weniger Screentime von dem gewünscht und prinzipiell diese Performance einfach, die er da abgeliefert hat? Ich finde, der passt einfach komplett zu Kingpin. Das ist der beste Schauspieler dafür. Übelst passend. Und ja, ich würde nicht sagen, Screentime war zu wenig oder zu viel. Ich fand, die war eigentlich ganz solide. Was ich mir aber mehr gewünscht hätte, ist, wenn man ihn ein bisschen mehr oder ein bisschen brutaler noch dargestellt hätte. Oder nicht so. Er ist ja, also jetzt in der Serie, ne? Also Daredevil jetzt zum Beispiel, da ist er ja nicht so extrem brutal gleich am Anfang. So nach zwei Wörtern und schon ist er brutal. Sondern so gefühlt halt, so Wortgefecht in dem Sinne. Sondern eigentlich ist er voll der schlaue Mann und so voll gewieft. Und erst wenn du den, wenn er merkt, es läuft alles aus dem Ruder, dann rastet er aus. Deswegen finde ich jetzt, wie er jetzt dargestellt wurde, vielleicht halt, weil einfach zu wenig Hintergrund noch gezeigt worden ist, weil der hatte wahrscheinlich da schon voll den Plan und voll die Leute am Start. Deswegen ist er jetzt so, hat er so eine kürzere Zündschnur gehabt in dem Sinne. Aber ich muss sagen, ich feiere den Charakter und ich feiere den Schauspieler für den Charakter. Es gibt einfach keinen besseren als den, muss ich einfach sagen. Und wie er es einfach Kate Bishop dann so richtig gegeben hat, Alter. Es war schon hart, dass der selbst eine Explosion überlebt hat und einfach nur geflüchtet ist. Das ist halt auch heftig. Ich bin einfach mal, also da bin ich heftig gespannt, wie die den noch in Szene setzen. Und jetzt ist halt noch die Frage, ne? Ist es der Kingpin von der Serie oder ein eigener Kingpin? Weil laut Kevin Feige hat der ja gesagt, alle Serien von Marvel, die mit Defenders, Iron Fist, Daredevil,
und so weiter, zählt nicht zur Timeline, zur offiziellen Timeline. Jetzt frag ich mich, okay, haben wir jetzt aber einen neuen Kingpin? Oder ist es doch der gleiche? Weil das ist ja der gleiche Schauspieler. Also, was ist hier los? Das ist halt dann die Frage, ne? Mach mal kurz auf, mach mal ganz kurz einen kurzen Cut und drück dann nochmal auf Aufnahme, weil manchmal geht bei uns einfach die Aufnahme aus und bevor wir irgendwie weiterreden und die Aufnahme ist schon längst aus, gehe ich auf Nummer sicher, drück kurz auf Ding und dann sind wir gleich. Okay. So, Guys, wir sind wieder für Sie back. Back. auf jeden Fall, genau, Kingpin, also ich fand, wie gesagt, die Performance, die fand ich einfach richtig krass. Das hat mich schon so echt ein bisschen beeindruckt. Gute Nacht. Schon so ein bisschen beeindruckt, dass der so, also der war ja komplett Comic-originalgetreu. Also das war ja wirklich, vor allen Dingen hat er auch ein bisschen krasser noch gewirkt als in der Serie. In der Serie hat er noch wie so ein etwas größerer, stärkerer Mann. Und da hat er aber auch wirklich so ein bisschen, fast schon ein bisschen übernatürlich gewirkt. Wie es halt in den Comics auch ist. Der hatte ja eine unendliche Kraft. Und deswegen kann ich, also glaube ich schon fast, das ist gar nicht der aus der Serie, sondern dann eine neue Interpretation, ist zumindest so mein Gedankengang. Aber, wenn man jetzt mal so weiterredet, wie fandest du denn unseren Hawkeye in der Serie? Wie findest du, hat der sich da so geschlagen? So hat das als Fortsetzung gepasst? Und vor allen Dingen, wie fandest du die prinzipielle erste Performance wirklich von Kate Bishop? So, findest du die gut in der Rolle? Sagst du, ey, die würde ich gern öfters sehen, vielleicht mehr sehen? Oder sagst du so, na, das hat irgendwie, war jetzt nicht so. Doch, also ich würde sagen, ich feiere die Schauspielerin von Kate Bishop. Die hat einen extrem guten Humor, finde ich. Also ich finde den echt. Aber sie wirkt halt noch sehr kindlich. Also irgendwie sehr, sehr aufgedreht. Irgendwie habe ich das Gefühl. So, das ist halt noch der Anfang. So dieses. So ungefähr wie Spider-Man. So am Anfang noch, wo er so noch so ein bisschen in Richtung. Ja, ja, ja. Ja. Genauso so ein bisschen wie Spider-Man, als er noch in diesem Iron Boy-Ding war, so Rolle gesetzt. Da war er auch voll immer hibbelig. Hat gesagt, oh ja, und habe ich das erlebt und voll krass und. Weißt du, und hat nicht irgendwie die Ernst. Ich will das sein wie meine Vorbilder und so, ja. Und der hat nicht so den Ernst, den Ernst der Lage. Und ich so. Und ja, genau. Aber ich feiere Kate Bishop, also die passt echt gut in der Rolle und auch die Schauspielerin. Also ich finde, die passt einfach vom Aussehen schon irgendwie so comicgetreu auf jeden Fall. Und Hawkeye, seine Performance in der Serie finde ich auch ganz gut gewesen. Also ist auch ganz gut gewesen. Was ich halt am meisten gefeiert hab, ist nochmal, dass die halt wirklich nochmal darüber geredet haben bezüglich Natascha. Dass sie sich halt aufgeopfert hat und so und dass das halt einfach nochmal geklärt worden ist. So, er wollte sich wirklich opfern, aber sie hat, die haben darüber gekämpft oder darum gekämpft, wer sich jetzt opfert. Eigentlich voll dumm. Und ja, sie wollte es halt machen. Sie wollte halt einfach das was Gutes machen, so in dem Sinne. Und ich finde so allgemein Hawkeye, finde ich eigentlich sowieso ein krasser Charakter. Und ich finde, man merkt halt richtig, wie krass eingeschränkt er eigentlich dann ist, ne, so mit seiner Hörschädigung. So, da muss man sich echt überlegen, so wie man, also ich find's halt heftig, so, dass der überhaupt so weitermachen kann. Also, weiß nicht. Du brauchst ja eigentlich, als Schütze brauchst du ja eigentlich deine Ohren ja nicht so, in dem Sinne. Aber ich find's halt heftig, dass der, weiß nicht, dass er das so durchziehen kann. So, dass er halt trotzdem in dieser ganzen Ding noch drin ist. Vor allem so viel Scheiße, wie der erlebt hat. Und noch eine Familie hat, könnte er ja schon längst sagen, ja, nee, ich gehe in Rente, so gefühlt. Aber macht er nicht. Also bestimmt später vielleicht. Vielleicht lernt er noch Kate Bishop aus und dann. Aber schon eine heftige Sache. Da muss ich dich ganz kurz korrigieren, weil er ist ja in Rente gewesen. Ja. Er hat ja aufgehört. Aber er macht ja trotzdem anscheinend weiter. Vor allem hat er einen neuen Anzug. Vor allen Dingen ist er zweite Mal schon in Rente. Der ist ja, der ist erst nach Age of Ultron ist er ja in Rente gegangen, hat gesagt, der hört auf. Und dann ist die Situation von Civil War passiert. Und dann hat Cap ihn ja angerufen, hat ihn gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und aufpassen, du wirst kriminell, wenn du mitmachst. Und daraufhin ist er ja dann wiedergekommen. Und jetzt hat er dann wieder aufgehört. Und ist ja wieder drin, deswegen war er auch so. Weil er einfach schon wieder. Ich finde halt wirklich das Gute, dass es halt ein bisschen zeigt, weil es dann ja doch irgendwie manchmal ein bisschen fast zu abgespaced ist und dann hier Aliens und Supersoldaten und Männer in eisernen Rüstungen und sowas halt und Götter.
Und das zeigt halt wirklich auch, dass da halt auch Menschen mit dabei sind, so, und dass das auch Leute gibt, die sind einfach verwundbar. Und das ist wirklich cool, dass es einfach jetzt so auch mal wieder ein bisschen gezeigt worden ist. Vor allen Dingen auch die Anfangsszene mit 2012, wie das für die anderen Menschen gewesen sein muss, als die New York angegriffen worden ist. Ich muss auch sagen, Hayley Steinfeld, die hat mir schon in der Rolle in Bumblebee gefallen. Da gab es ja einen Bumblebee-Film, da hat sie ja mitgemacht. Damit wurde ja dann auch Marvel bzw. Disney aufmerksam auf sie. Und das ist das Beste, was sie machen konnten. Die hat da eine super Performance abgeliefert. Und auch, dass die versucht haben, eine Comic-Referenz herzustellen zwischen dem Hawkeye-Anzug aus den Comics mit dem Ding. Das war auch ganz lustig. Dass er jetzt auch so einen richtigen Anzug hat, ist auch echt cool. Der Humor war da auf jeden Fall komplett vorhanden. Und wie er schon gesagt hat, also dieses Aufgedrehte von Kate Bishops Seite war einfach... Also man hat ja gemerkt, die ist noch grün hinter den Ohren und so und muss erst noch viel dazulernen. Aber ich finde auch, das war das, was so ein bisschen den frischen Wind gebracht hat in der Serie. Jetzt ist halt nur die Frage, um zum Abschluss zu kommen. Wie würdest du die Serie jetzt bewerten? Und inwiefern wünschst du dir, das in der Zukunft dann zu sehen? Vielleicht in der zweiten Staffel oder lieber in Crossover mit anderen Charakteren zusammen? So, wie stellst du dir das vor und wie ist dein Feedback zu allem? Also ich hoffe ja, dass Kate Bishop ein Teil von den Young Avengers wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auf jeden Fall in der zweiten Staffel es mehr um den Kingpin gehen wird. Und eventuell ja auch... Ich denke schon, dass es noch eine zweite Staffel kommen wird. Aber falls, wie gesagt, wie du schon sagst, eine kommen wird, denke ich, geht es mehr um den Kingpin. Und vielleicht gibt es ja auch sogar ein Crossover mit Spider-Man, weil auch Spider-Man auch in dem Universum ja mitspielt. Und was ist los? Nee, weil du hast jetzt, als du Spider-Man gesagt hast, hast du zweimal genau dieselbe Betonung gehabt. Du sagst, Spider-Man ist nämlich ja dann auch mit dabei, weil Spider-Man. So. Ja, weil Spider-Man hat ja auch im Comic dann was mit Kingpin zu tun. Und es kann ja wirklich sein, dass die irgendwie aufeinandertreffen. Weil wir haben ja gesehen, dadurch, dass ja Nataschas Schwester gekommen ist, geht ja auch von Film zu Serie. Also warum nicht Spider-Man-Film zur Serie von Hawkeye? Muss man dazu sagen, Tom Hollands Vertrag ist ja noch nicht ausgelaufen, sondern er kriegt ja noch nicht ein... Das ist ja der neue Vertrag. Aber laut dem alten Vertrag hat er noch einen Gastauftritt zu machen in einem Film. Wie du sagst. Also es kann ja sein, also wenn dann eine Serie meinst du, weil du gesagt hast, Gastauftritt-Film. Ja. Also es kann schon sein. Also ich würde es feiern, wenn er da auf jeden Fall nochmal vorbeikommt mit seinem Classic-Anzug. Wäre schon geil. Dann hätten wir den Classic Kingpin und einen Classic Spider-Man. Das wäre übel nice. Ja. Nee. Achso, ja, Feedback zur Serie? Achso, ja, allgemein Feedback würde ich sagen, so, es war echt eine gute Serie, feiere ich. Aber es hat noch so seine Macken, also hat man schon so gemerkt, dass es einfach zwischendurch mal zu hübelig war oder irgendwie zu auf die witzige Schiene gedrückt. So, es irgendwie, okay. Es war irgendwie so, es war auf jeden Fall immer, also nicht immer, aber so teilweise wirklich zu witzig, so in dem Sinne. Es war halt nicht mehr dann. Dass die Serie sich an vielen Stellen auch manchmal ein bisschen zu auf Hops genommen hat und ja, genau. Die Ernsthaftigkeit der Situation. Ja, genau, richtig. So als ob nur dann mit Menschen, also wenn halt wirklich keine außerirdischen oder übernatürlichen Sachen zu tun hat, als ob das immer so lustig wäre. Haha, krass. Ja. So, also. Voll lustig, alles zerstört gerade. Ja, so, ich fand's halt zwar lustig mit den, halt die eine Folge, wo wirklich Hawkeye dann seine Sachen zurück... Auch, aber auch, ja. wo er seine Sachen doch zurückholen wollte von dem Ronin-Anzug. Und da musste so ein Rollending machen, wie so ein Rollenspiel. Ja, das war dann manchmal, da gebe ich dir recht. Das war halt einfach ein bisschen zu. Aber ansonsten würde ich so die Serie so eine 7 von 10 geben eigentlich. Also es ist schon eine krass gute Serie, aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Also ich muss auch sagen tatsächlich, ich würde mir Kate Bishop wirklich weiterhin im MCU präsent wünschen. Und macht bitte nicht den Fehler und lasst es jetzt 2-3 Jahre lang sacken, sondern gibt ihr auch in der nächsten Zeit wirklich wieder Screamtime, damit die nicht wieder vergessen wird, weil sonst ist es ein neues Projekt, das dann wieder ganz nach hinten rückt, weil dann hier Doctor Strange und die ganzen Hauptprojekte, das ist dann schon ein bisschen
bisschen zu blöd dann, wenn das so alles nach hinten rückt. Ich fand, wie gesagt, Kate Bishop fand ich wirklich sehr, sehr gut. Die Hawkeye-Serie war auch wirklich gut produziert. Jetzt fällt mir aber auch eins ein, da müssen wir noch ganz kurz drüber reden, das habe ich vergessen. Der Schwertkämpfer da, wo wir erst gedacht haben, das ist ein Badass. Und dann hat sich rausgestellt, der heißt, glaube ich, sogar irgendwie in den Comics Swordman oder so. Und hat einen Anzug. Ja, glaubst du, dass der so an sich nochmal präsent werden wird? Und beziehungsweise, würdest du dir überhaupt wünschen, dass der noch präsent wird? Ich mach gerade die ganze Zeit Smileys. ich muss sagen, ich fand den jetzt eigentlich so unnötig. Ich hab den jetzt. Also am Anfang dachte ich, okay, krass, das ist der Gegner. Und dann hat uns Marvel halt richtig auf die falsche Fährte gebracht, hat gesagt, nee, ist doch die Mutter. Mit Kingpin. Und dann dachte ich mir, okay, krass, aber der ist eigentlich voll unnötig. Ich dachte, der hat voll was drauf. Und dann kommt sowas und ich so. Es kann ja passieren. Es kann ja, vielleicht ist er ja mit Absicht jetzt so runtergestuft worden, dass man dann im Nachhinein sagt, okay, krass, der hat doch was drauf. Aber ja, irgendwie fand ich den dann doch unnötig. Ich muss sagen, vielleicht kommt der ja in der Echo-Serie vor. Aber auch, ich muss Marco auch zustimmen, er war ein bisschen fehl am Platz. Es war vielleicht ganz cool, dass man nochmal einen anderen Marvel-Charakter mit einbaut, so als Easter Egg. Ich weiß nicht, der war irgendwie ein bisschen. Das Einzige, was ich cool fand, ist, dass es ein Plot war, dass wir erst gedacht haben, okay, das ist jetzt der Hauptgegner und dann war das doch nicht so. Das wiederum fand ich cool. Der Plot war da einfach da. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie. Es ist einfach dieser typische Typ, der so sagt, ich bin der krasseste. Kann aber nicht so krass viel. Ja. Aber auf jeden Fall, Er hat gut mitgeholfen, muss man sagen. Okay. Wie gesagt, also ich fand die Serie wirklich, wirklich gut gemacht und es war ein schöner Abschluss, vor allen Dingen, weil das halt auch noch zu Weihnachten lief. Und vor allen Dingen, dass man da auch ein Easter Egg zu No Way Home gesehen hat, aber da reden wir dann in einem anderen Nerdjug drüber. Du hast das letzte Wort und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu der Serie sagt. Und ja, mein letztes Wort ist, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu der Serie zu sagen habt. Habt ihr die Serie schon gesehen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal. Ho!